Jeder kennt sie, die blauen Kraftfahrzeuge des Technischen Hilfswerkes THW, die man immer dort sieht, wo technische Spezialisten bei schweren Unglücksfällen oder Katastrophen gebraucht werden. Das THW ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes mit rund 1.800 Festangestellten und weiteren 80.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern. 2019 konnte das THW seinen 100. Geburtstag feiern. Denn seinen Ursprung hat es in der sogenannten Technischen Abteilung der Garde-Kavallerie Schützendivision. Diese Abteilung war 1919 erfolgt, als man sich im Stab des SPD-Volksbeauftragten für Heer und Marine, Gustav Noske, und im Stab des vom Rat der Volksbeauftragten als Oberbefehlshabers der vorläufigen Reichswehr in Berlin und Umgebung bestimmten General Walter von Lüttwitz Gedanken darüber machte, wie die lebenswichtigen Versorgungsbetriebe aufrechterhalten werden konnten, sollte es zur Auseinandersetzung mit regierungsfeindlichen Kräften kommen. Der erste Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie Schützendivision, Hauptmann Pabst, konnte helfen. Denn Anfang des Jahres hatte sich bei ihm der Pionierleutnant der Reserve Otto Lummitisch gemeldet. Lummitisch, 1886 in Leipzig geboren, hatte 1911 freiwillig beim niederschlesischen Pionierbataillon Nummer 5 in Glogau gedient und dann bis zum Kriegsausbruch als Architekt und Bauingenieur gearbeitet. Dieser Reserveoffizier, 1918 war er Adjutant beim Kommandeur der Gastruppen im Großen Hauptquartier, hatte jetzt als Angehöriger der Garde-Kavallerie Schützendivision die Aufstellung einer technischen Abteilung bei der Division vorgeschlagen. Zugleich hatte er Pabst einen detailliert ausgearbeiteten Plan für den Aufbau von 2 Kompanien mit einem Stab vorgelegt. Kurz darauf genehmigte der Divisionskommandeur, Generalleutnant von Hofmann, den Entwurf zur Vorlage an Minister Noske. Den Auftrag dafür erhielt der erste Generalstabsoffizier, der diesen allerdings nicht gerade gentlemanlike ausführte. Diesen Stil, wie er das mir unterschrieben hat, in der Nacht, er hat es gar nicht durchgelesen, er war so müde angehen zu oft in dieser Technikabteilung. Da haben Sie gewartet, vermutlich. Ja, da habe ich mir den Mann, der saß unten, dieser Mann, der sich aufstellen sollte, dieser Pionieroffizier, ich drückte ihm die Hand und sah sofort. Der hatte eine schwere Vorbereitung, der Technischen Hochschule getroffen. Ich war selber Studierender gewesen, der Technischen Hochschule in Charlottenburg, sofort nach Lichterfelde, wo die Kasernenräume vorgesehen waren. Das hatten wir alles schon vorbereitet, natürlich. Und ich muss in 24 Stunden wissen, dass schon mindestens 2 bis 3 Kompanien der Technologie stehen. Dann werde ich den Noske dazu verleiten, dass er sich ansieht. Und Sie halten ihm eine wunderbare Rede und nageln den Knaben fest. Und so es geschah es. Er hatte nicht nur 2, er hatte 3 Eskadronen da stehen. Eine Eskadron Elektrizität, eine Eskadron Gas und Wasser und eine Eskadron Hilfe in lebenswichtigen Betrieben, Bäcker und so weiter. Und Fleischer, BB. Auch schon war leidlich eingekleidet. Und dann fahre ich mit dem Noske nach Lichterfelde raus. Dieser Mann, der sehr geschickt ist, sagt, er mein glänzender Gesandter, hielt ihm eine Rede. Die Leute stellten sich dem Vater dann zur Verfügung. Es werden unter ihnen Konservative und Sozialdemokraten, wir alles drin. Aber das Vater dann erforderte das und hielt eine schwungvolle Rede. Der Noske, der sehr leicht, an und für sich ein sehr anständiges, gutes, weiches Herz hatte. Der war so gerührt, dass ihm beinahe die Tränen in die Augen traten. Er antwortete und sagte, er dankte dem Namen der Volksbeauftragten, das war damals noch keine Regierung, aber die Volksbeauftragten, und dass sie zur Verfügung stellten, begrüßte es aus allen Lagern und so weiter, und er würde sehen, dass dieses junge Pflänzlein blüht und gedeiht. Noske stellte dann durch Befragen fest, dass von den Freiwilligen 32% der SPD angehörten. Es waren also fast ein Drittel. Lummitisch versicherte, dass die Mitgliedschaft in der technischen Abteilung das absolute Bekenntnis zur Staatstreue voraussetze und bat um Vornahme der Vereidigung. Da Noske in Zivil war, erfolgte die Vereidigung auf den Säbel eines Hauptmanns. Danach bedankte sich Lummitisch, dass seine Idee vom Minister anerkannt worden sei und betonte akzentuiert, dass es keine Streikbrecherorganisation werden sein sollte. Doch dass man nicht jeden so leicht hinters Licht führen konnte, denn natürlich war auch bei der Division ein Hintergedanke, die technische Abteilung während Streiks einzusetzen, zeigte der nächste Morgen. Am nächsten Tag angerufen. Ja. Scheidemann. Just auf dem bisschen verrückt geworden. Du bist mir wahnsinnig geworden, Streikbrecher da zu stehen.
Und da haben sie dich wieder beschwatzt, die Offiziere. Die muss sofort verschwinden. Da ist dann was festgelegt. Konnte auch nicht mehr. Hat er sich ja festgelegt. Lummitisch, ein außergewöhnlich begabter Organisator, wurde die weitere Aufstellung befohlen. Zu den bereits bestehenden Kompanien stellte er bis Mitte März in enger Absprache mit dem Generalkommando und den kommunalen Berliner Behörden 4 weitere Kompanien auf. Im Mai standen 2 Bataillone. Während eines sich hauptsächlich aus technisch vorgebildeten Heeresangehörigen zusammensetzte, bestand das zweite aus technischem Personal der Marine und der Marineoberstabsingenieur Gronemann. Der war unter Graf Spee auf dem großen Kreuzer Scharnhorst gefahren, der am 8. Dezember 1914 im Seegefecht bei den Falklandinseln mit 860 Mann von britischen Seestreitkräften versenkt worden war. Nur 187 Mann konnten von dem britischen Schlachtschiff Inflexible gerettet werden. Das Bild zeigt dieses Schiff bei der Rettung von deutschen Seemännern des ebenfalls versenkten Kreuzers Gneisenau. Als Krankenabzeichen trug die Technische Abteilung das der Garde-Kavallerie Schützendivision zusätzlich am linken Arm des Waffenrocks dieses Abzeichen, das 3 ineinandergreifende Zahnräder mit Inschrift und Band zeigt. Ab 1924 dann dieses Abzeichen. Die Technische Abteilung hat sich gerade während der bürgerkriegsähnlichen Unruhen in den folgenden Monaten immer wieder bewährt und konnte vielen Unbeteiligten durch die Aufrechterhaltung der Versorgung das Leben retten. Ende Juli 1919 erfolgte die Überführung der 1100 Mann starken Abteilung in die vorläufige Reichswehr. Da aber die Technische Abteilung sowie die Tausende von technischen Zeitfreiwilligen in Berlin, allein 1900, zumeist Studenten der Technischen Hochschule, hatten sich spontan gemeldet, nicht geschlossen in das 100.000 Mannheer übernommen werden konnten, wurde sie am 30. September 1919 offiziell in Technische Nothilfe umgenannt und später, um nicht die durch den Versailler Vertrag durchgesetzte Stärke der Reichswehr von 100.000 Mann zu belasten, dem Innenministerium zugeteilt. 1921 wurde ein TeNo-Ehrenzeichen eingeführt. Otto Lummitisch musste 1934 die Leitung der TN, wie sie jetzt genannt wurde, abgeben, da er sich geweigert hatte, sich von seiner halbjüdischen Frau zu trennen. Nach dem Krieg wurde er wegen seiner überragenden Verdienste und seines Organisationstalentes zum ersten Chef des Technischen Hilfswerkes THW in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz ging Lummitisch 1955 in den Ruhestand. Im Dezember 1962 ist er in Bonn verstorben. Viele Angehörige des THW gaben diesem verdienten Mann das Ehrengeleit.